Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal auf der Map. Keine Ahnung, die muss ich mir noch raussuchen. Nee. Ich hoffe mal, dass das nicht eine Cyber-Map ist. Ich will auf jeden Fall heute mal mit euch zusammen die Typhoon testen. Und natürlich professionell, wie ich bin. Ihr wisst ja, ich bin ja im Prinzip ein Greg Heffley. Ja, mir passiert jeden Tag etwas Geiles. Und zwar, ich habe heute wieder richtig, ich fange schon falsch an, also, ich mache zu viele Versprechen, ist echt peinlich, also, ich sage oft zu oft, also, Spaß. Also, boah, das ist langsam peinlich. Beziehungsweise ich habe ja Leistenprobleme, weil ich mich an der Leiste verletzt habe. Und da, ja, also wer kennt diese Stromtherapie, wenn man sich irgendwo verletzt oder so, dann kriegst du ja irgendwie Strom an den Rücken. Ich weiß, mit so einem Gerät, nicht so ein Elektroschocker, aber irgendwie so eine Art Teil, das macht dann so ganz leicht, halt so, Strom gibt das halt ab. Und ja, mehr kann man so einfach nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht halt besser zu beschreiben. Und da gibt es dann noch so eine Billigvariante, da kriegst du halt solche Kleber aufgetasert, da kommt dann so ein Stöpsel drauf, der leitet dann Strom durch. Und da war ich heute mal Versuchsopfer von meiner Mom, weil die das mal probieren wollte. Und jetzt stellt ihr euch vor, ich hatte so vier solche Clips. Und einer so war irgendwie bei mir an meinem Bein. Boah, ich bin so schlecht, ja. Ich bin so schlecht. Die Waffe ist eigentlich ganz geil, da muss man halt mit spielen. Da habe ich das halt so an meinem Bein gekriegt und irgendwie noch einen an meinem Bauch. Und irgendwie hat der an meinem Bauch, aber war irgendwie komisch. Ja, jedenfalls ist besonders, dass ich solche spastischen Zucken an meinem Bauch hatte. Das war total komisch. Da haben sich meine Bauchmuskeln so unkontrolliert bewegt und ich konnte da nichts gegen machen. Das war, also, das Gefühl wünsche ich keinem. Das war so wirklich so ein Gefühl der totalen Hilflosigkeit. Ihr müsst euch vorstellen, jeder kennt doch diese legendäre Laola-Bauchwelle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und diese legendäre Laola-Bauchwelle hatte ich, ohne dass ich das irgendwas dagegen unternehmen konnte. So, mein Bauch hat sich einfach bewegt und ich wusste nicht, wieso und weshalb. Halt, weil, ja, weil ich halt, wie gesagt, diese Clips da dran hatte. Und das war jedes Mal so, ihr kennt doch das bestimmt aus diesen Filmen, wenn jemand reanimiert wird, dann zuckt er doch immer so, ne? Weil da, genau wirklich, das hatte ich 1:1. Ich hab das so abgekriegt, so gezuckt, so als ob ich irgendwie gerade wiederbelebt werde. Und da soll ich jedes Mal so eine Stufe höher stellen, da ging es halt jedes Mal. Und als ich dann so bei 3/4 war, war das dann so krass mit meinem Bauchzucken, als hätte ich so einen spastischen Anfall gehabt oder so, sah das dann bei mir aus. Da würde ich gerne mal wissen, kennt ihr sowas? Wisst ihr, was ich meine? Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Was war denn das? Oh Gott, ich bin müde. Ich muss morgen wieder in aller Herrgottsfrühe aufstehen und zum Training gehen. Hab ich null Bock drauf. Aber gut, man tut's ja für den Körper. Den troll ich jetzt mit Ansage. Cause I can. So, wo sind die hier? Ich will mit meiner geilen Waffe jetzt einfach irgendetwas reißen. Ich bin motiviert. Wir haben gerade ich kann euch nur empfehlen, Leute, ich und der fette Max haben gerade relativ lange Minecraft Hide and Seek aufgenommen. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut mal rein, das ist ein echt lustiges Projekt. Ich werde dann auch demnächst mal aufnehmen, wenn ich das mit ihm kläre. Kann ich echt nur empfehlen, Leute. Gebt das euch einfach mal. Das Minecraft Hide and Seek ist schlimmer als jedes Horror-Game, wenn dann die ganzen Sucher an dir vorbeilaufen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Auch mal bei uns reinzuschauen, das war echt lustig. Die haben da zwar einige, wie soll ich das sagen, also ich war der Älteste, dann kam ein anderer Aufnahmekollege, den ich nicht kannte, der war bei Max an der Schule. Dann kam Max mit seinen 13 Jahren und dann kam noch irgendeiner, der war 12. Halt so ein kleines Kitty, das ich normalerweise nicht für voll nehmen würde. Aber da ein Aufnahmekollege ist, musste ich das leider. Also ich finde hier gerade keinen. Ich höre hier gerade lautes da ist ja einer. Mann, ey. Hier ist aber auch kein Schwein. Doch, da hinten. Nummer 1. Nummer 2. Und komm, wo ist die Nummer 3? Nummer 3 geht auch noch. Ist der runter in den Brunnen? Kann man da... Nee, da kann man nicht runter.
Oder? Kann man da runter? Nein, da kann man nicht runter. Ich dachte gerade... LOL! Ich dachte gerade, da ist das unendliche Universum. Da hinten ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Niemand entkommt, GP. Oder doch? Wo ist der? Jawohl! Ich habe doch gesagt, niemand entkommt, GP. Aber ganz ehrlich, irgendwie ist die Sache gerade langweilig. Ich weiß, in der Zeit habe ich totale Sprachstörungen. Tut mir leid für all diese Sprachstörungen, die ich gerade habe. Ich bin gerade in der Pubertät. Ich darf das. Wo sind die Gegner? Mir ist der gerade so langweilig. Okay, lasst uns beten. Ein Zitat von Otto Walkes übrigens. Lieber Gott, jetzt gib doch zu, dass ich klüger bin als du. Und lieber Gott, jetzt nimm's doch hin, dass ich was Besonderes bin. Nun preise meinen Namen, sonst setzt es was. Amen. Oh, ich hab noch eine geile Story. Ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt habe, aber die muss ich loswerden. Und zwar, wie alle wissen, oder wie halt manche oder wenige, viele, ich weiß es nicht, wissen, ich bin in einer kirchlichen Schule. In einer kirchlichen Schule wird ja das Halleluja und Amen groß geschrieben. Und da reiche ich dann eines Tages mit meinem Kumpel, wir sind übrigens beide total Nichtgläubiger, so im Unterricht den Witz, wenn Jesus Wasser zu Wein machen konnte, haben wir doch bestimmt gesoffen bis zum Abkotzen. So, danach wurde ich nach der Schule von einem aus meiner Klasse draußen auf dem Parkplatz verprügelt. Weil der Typ ist extremst gläubig, der hat das irgendwie so krass einfach nur genommen, ja. Der war richtig schlimm. Der hat mich wirklich nach der Schule draußen dann vor... Also aus dem Schulhof hat er mir ein paar in die Fresse gehauen. Boah, das blaue Auge hatte ich relativ lange, muss ich sagen. Das war wirklich traurig. Na gut, Leute, also ich hoffe, euch hat diese kleine Runde Brickforce gefallen. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, haut rein. Ciao.